بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit dem Tafsir von Surat Al-Qiyamah. Wir hatten vorletzte Woche die erste Hälfte dieser Sura besprochen gehabt und wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, mit der zweiten Hälfte beschäftigen. Und wir machen nochmal eine kurze Wiederholung, insha'Allah ta'ala, zur ersten Hälfte und auch zu den allgemeinen Informationen dieser Sura. Die erste Frage, die sich stellt, ist Surat Al-Qiyamah. Mekkanisch oder medinensisch? Mekkanisch oder medinensisch? Was ist das für eine Sura? Du vermutest, was vermutest du? Eine mekkanische, und deine Vermutung ist absolut richtig. Ja, Surat Al-Qiyamah ist eine mekkanische Sura. Ja, die gesamte Thematik dieser Sura, ja, ist Mekka bezogen und auf die Situation der Muslime in Mekka bezogen. Worum geht es in Surat Al-Qiyamah? Was ist so das Hauptanliegen dieser Sura? Habt ihr ein paar Stichwörter vielleicht? Worum geht es? Die Rückkehr zu Allah, dass Allah Ta'ala die Macht dazu besitzt, den Menschen wieder auferstehen zu lassen. Und deswegen heißt sie ja auch Qiyama, die Sura. Die Sura beginnt ja mit dem Schwur bei der Auferstehung oder bei dem Tag der Auferstehung. La uqsimu biyawm al-qiyamah. Tamam. An wen ist diese Sura in erster Linie gerichtet? An wen wendet sich diese Sura? An die Muslime oder an wen? Schwestern dürfen auch mitmachen, inshallah. An wen richtet sich diese Sura? Ja. Genau. An diejenigen, welche das Leben im Jenseits leugnen. Und das war bei den Muschrikun damals der Fall gewesen. Sie haben das geleugnet. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass der Mensch, nachdem er verstorben ist und zu Staub geworden ist, wieder eines Tages auferstehen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört bei all diesen Dingen. Er schwört bei dem Tag der Auferstehung und er schwört bei der Seele, welche Lawama ist. Was ist denn eine Lawama-Seele? Was heißt denn das? Lawama. Sich tadelnde Seele. Sich tadelnde Seele, absolut richtig. Eine Seele, welche sich immer wieder selbst tadelt. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, dass der Koran über drei Arten von Seelen spricht. Welche sind das? Welche drei Arten von Seelen gibt es? An-Nafsul Mutma'inna, die ruhige Seele. An-Nafsul Lawama, die sich tadelnde Seele. Und Nummer drei? Die Schwestern, habt ihr noch die Nummer drei oder die Brüder? Das ist die dritte Seele. An-Nafsul Ammara bis-Su. Und die Seele, welche zum Bösen aufruft. Ja, und wir haben aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass der Mensch sich entwickelt. Und dass im Grunde genommen jede Seele einen dieser Zustände annehmen kann. Und eigentlich auch in jeder Seele die Fähigkeit ist, diese Ruhe zu empfinden, die Fähigkeit vorhanden ist, sich selbst zu tadeln und auch die Fähigkeit da ist, zum Bösen einzuladen.
Und dass es meine Aufgabe ist, als Mensch an meiner Seele zu arbeiten. Weil jeder Nefs fordert den Menschen in irgendeinem Moment zum Schlechten auf. Und wenn ich meine Seele nicht im Griff habe, dann wird sie das immer wieder tun. Und das Schlimmste, was mir passieren kann als Mensch, ist was? Dass ich zum Sklaven meines eigenen Ego werde. Zum Sklaven meines eigenen Nefs. Und davor hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewarnt. Immer wieder, der Koran voll damit. Ja, aber dieser schöne Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über denjenigen spricht, der nur das tut, was seine Seele von ihm fordert, sein Nefs von ihm fordert, sein Ego von ihm fordert. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Der Intelligente ist derjenige, der sich selbst zur Rechenschaft zieht, Al-Lawama, ja, sich selbst zur Rechenschaft zieht, selbst wenn er tadelt, an sich arbeitet, ja, und darauf hinarbeitet, was nach dem Tod ist. Das ist der Kluge, der Intelligente. Wal-Ajiz, der Schwache ist wer? Man atba'a nafsahu hawaha. Wer der Sklave seines eigenen Nefs ist, also wer immer wieder das befolgt, was sein Nefs begehrt, und immer nur Wunschdenken hat. Ja, ich möchte was erreichen, aber nichts dafür tut. Nicht an sich arbeitet. Was für ein Hadith, Allahu Akbar. Was für ein Hadith, der das genau schön in bester Weise beschreibt. Gut, machen wir weiter, insha'Allahu ta'ala. Und zwar gibt es ja jetzt in dem Abschnitt, über den wir gesprochen hatten, einige Verse, die irgendwie thematisch nicht ganz in die Sura passen wollen, augenscheinlich. Und zwar die Verse: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihm vorlesen zu lassen. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Und erst wenn wir ihm vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens. Thumma inna alayna bayana. Hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. Worauf beziehen sich diese Verse? Wer kann das nochmal erklären, worauf sich diese Verse beziehen? Weil wir reden über Yawm al-Qiyam und plötzlich kommt eine Aufforderung. Erstens, an wen ist die Aufforderung gerichtet? Bewege deine Zunge nicht. Und zweitens, inwiefern passt dieser Abschnitt zum Rest der Sura? Haben wir letzte Woche erwähnt oder vorletzte Woche erwähnt gehabt. Wer ist damit gemeint? Wer wird hier angesprochen? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Bewege deine Zunge nicht, um dich damit zu beeilen. Wer ist damit gemeint? Wer wird hier angesprochen? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird angesprochen. Und was sollte er denn nicht tun? Was ist denn genau das, der Fehler gewesen unseres Propheten? Man kann sich als Fehler bezeichnen. Ja? Aber was ist genau das gewesen, was er nicht tun sollte? Sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Was sollte er nicht tun? Und zwar sollte er nicht während der Offenbarung, also während Jibril alaihi salam ihm dem Koran offenbart, eingibt, sollte er nicht mitlesen. Und die Überlieferer, die das überliefert haben, die haben alle das aufgezeigt, dass der Prophet immer seine Lippen bewegt hat während der Offenbarung am Anfang. Und Allah Ta'ala, er hat dem Propheten versprochen, wenn du die Verse geoffenbart bekommen hast, dann wirst du sie nicht mehr vergessen. Sie sind in deinem Gedächtnis, regelrecht eingemeißelt, wie als würde ich etwas in Stein einmeißeln. Du wirst es nicht mehr vergessen. Und dann, wenn du sie geoffenbart bekommen hast, dann kannst du sie den Leuten verlesen und verkünden und du kannst dann die Worte Allah subhanahu wa ta'ala erklären. Wir werden sie dir erklären und du kannst sie weiter erklären. Warum in diesem Kontext? Wir hatten das letzte Mal aufgezeigt, das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat gemerkt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist so stark darauf bedacht, die Menschen vor dem Höllenfeuer zu retten. Er macht sich so sehr Sorgen um sein Volk. Wir hatten da auch zwei Verse genannt gehabt, ja, wo in Surat al-Kahf, ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wo Allah ta'ala sagt, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ und Surat al-Shu'ara,
Vielleicht wirst du dich doch selbst töten, weil sie nicht glauben wollen. Weil sie den Glauben ablehnen. Und unser Prophet war so sehr darauf bedacht, dass die Menschen glauben. Er war übereifrig gewesen in seiner Da'wah, dass er nicht einmal warten wollte, bis die Offenbarung zu Ende ist. Allahu Akbar. Bi abi huwa wa ummi. Bi abi huwa wa ummi. Mein Vater und meine Mutter sollen für ihn geopfert sein. Sallallahu alaihi wasallam. Wie sehr er sich für uns aufgeopfert hat. Wie sehr er die Menschen geliebt hat. Wie sehr er sich gewünscht hat, dass jeder Mensch das Paradies betritt. Aber es ist von Allah so bestimmt, dass das nicht jeder Mensch tun wird. Und selbst unser Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte das nicht verändern. Und deswegen, was ist unsere Aufgabe als Muslime? Unsere Aufgabe als Muslime ist es immer, für die Menschen das Beste zu wünschen, indem wir Da'wah machen. Aber wie sich dann die Menschen entscheiden, das ist ihnen überlassen. Können wir jemanden zwingen zum Islam? Können wir nicht. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Willst du einfach die Menschen zwingen, ja, bis sie glauben? Es gibt manche Muslime, die denken so, die müssten die Menschen zwingen oder Druck ausüben. Nein! Deine Aufgabe ist es nur eins. Al-Bayan. Du musst einfach nur verkünden, erklären. Nicht mehr und nicht weniger. Du schickst eine Einladung raus. Wer sie annimmt, nimmt sie an. Wer sie ablehnt, nimmt sie ab. Mehr hast du nicht zu tun. Aber du wünschst dir vom ganzen Herzen, dass jeder die Einladung annimmt. Das ist genauso, wie wenn du eine Einladung zu einer Hochzeit rausschickst. Zu Menschen, die du kennst. Du wünschst dir, dass alle kommen. Aber es wird immer Leute geben, die absagen werden. Und das ist die Einstellung des Muslims. Und nicht, ich habe dir jetzt die Wahrheit gezeigt, wenn du sie annimmst, Alhamdulillah, wenn nicht, möge der Fluch Allahs auf dich kommen. Ja? So sind einige Leute. Es gibt Leute, die haben diese Einstellung, subhanallah. Und sie denken, sie wären Richter Gottes auf Erden. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, ja, er hat jetzt diese Offenbarung bekommen, mach dir keine Sorgen. Hab Geduld, hab Sabr. Du wirst es nicht vergessen. Allah Ta'ala, er bewahrt seine Botschaft. Allah Ta'ala, er bewahrt seine Botschaft. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, dass in diesem Abschnitt, und jetzt kommen wir so langsam jetzt zu unserem heutigen Abschnitt, auch Wörter verwendet werden, welche mit der Sura zu tun haben. Einmal das Wort Jam' und einmal das Wort Ajal. Jam' inna alayna jam'ahu. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen. Wo kommt ein Jam' noch vor in dieser Sura? Wer kann die Sura ausführen? Ich gleich am Anfang. Na, wer kann Sura al-Qiyamah auswendig? La uqsimu bi yawmi al-Qiyamati wa la uqsimu bin nafsi al-Lawwama. Allan najma'a. Ayahsabu al-insanu allan najma'a idhama. Allah Ta'ala verwendet hier das Wort Jam'. Glaubt einfach der Mensch, wir können seine Knochen nicht zusammenstellen. Subhanallah. Und dann, wo kommt jetzt das Wort Ajal vor? Lita'ajala bi. Ja, Allah fordert vom Propheten auf, nicht sich zu beeilen. Und direkt im Anschluss an diesen Abschnitt kommt jetzt ein neuer Abschnitt, der ebenfalls mit dem Ajal beginnt, mit dem sich beeilen beginnt. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Allahu Akbar. Ja, der Koran ist vollkommen. Ich mag zwar vielleicht nicht auf Anhieb sehen, ah, das ist etwas mit dem Rest des Surah zu tun, aber der Koran ist vollkommen. Der Koran ist vollkommen. Es gab einige Gelehrte, welche versucht haben, diese Ayat in diesem Abschnitt, der mit den Worten beginnt, bewege deine Zunge nicht schnell, auf den jüngsten Tag zu beziehen. Indem sie gesagt haben, am jüngsten Tag sozusagen wirst du versuchen, dich zu beeilen, um das zu lesen, was in deinem Buch steht. Sie haben das gemacht. Warum? Nicht, weil es wirklich hierfür eine Grundlage im Tafsir gibt, sondern weil wahrscheinlich einige Leute die Sura angezweifelt haben. Einige Leute, die am Koran haben gesagt haben, ja, das passt nicht in die Sura rein und der Koran ist doch angeblich vollkommen etc. Wie passt das rein? Das passt ideal rein. Sowohl vom Wortlaut als auch von der Bedeutung. Subhanallah. So viel Lehren kann man daraus ziehen. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Diese Überleitung, Allahu Akbar. Allah Ta'ala, er schwört bei Yawm al-Qiyamah, er schwört bei Ennafs al-Lawama, er spricht über den jüngsten Tag, er zeigt auf die Einstellung unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, diese Wahrheiten an die Menschen zu bringen, dass er sich so sehr beeilt. Und jetzt diese Überleitung, wo Allah Ta'ala erklärt, warum die Menschen
es nicht annehmen. Der Grund ist die Liebe zu Dunya. Keineswegs. Keller. Es geht nicht darum. Viele Menschen erkennen die Wahrheit, aber sie wollen sie einfach nicht befolgen. Vielmehr liebt ihr das schnelle Eintreffende, diese Dunya. Ihr wollt die Dinge schnell haben. Ihr wollt euren Lohn schnell haben. Aber wer schnell an etwas gelangen möchte, verliert am Ende in der Regel. Sowohl in der Dunya als auch im Akhir. Haben wir letztes Mal aufgezeigt gehabt. Auch in der Dunya ist es so. Wenn du schnell Erfolg haben möchtest, dann hast du meistens gar keinen Erfolg. Wenn du aber langfristigen Erfolg anstrebst, dann wirst du meistens erfolgreich. Aber die Menschen, gerade auch Medien und Werbebetreibende, die wissen ganz genau, wie der Mensch funktioniert. Er liebt Al-Ajila, er liebt das Schnelle. Und deswegen versprechen sie dir immer, schnell reich zu werden. Schnell schön zu werden. Schnell erfolgreich zu werden. Schnell Karriere zu machen. Funktioniert nicht. Der Einzige, der schnell reich wird, ist derjenige, ja, auf dessen Link du klickst. Das ist der Einzige, der schnell reich wird. Du wirst ganz bestimmt nicht reich werden. Ganz bestimmt nicht. Der Mensch ist so, subhanallah. Und leider viele Muslime auch. Diese Sura richtet sich an was? An die Mushrikin. Aber viele Muslime sind genauso. Sie lieben Al-Ajila. Das ist gefährlich. Weil Al-Ajila, diese Einstellung, nach dem Schnellen zu streben, nach dem schnellen Glück, für das schnelle Glück zu arbeiten, führt meistens ins Verderben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Umma beschrieben. Wir fragen uns häufig, warum ist der Zustand der Umma so, wie er ist? Unser Prophet hat es gesagt. Und schon oft den Hadith erwähnt. Yushaku an tada'a alaykum al-umam, kama tada'a al-akalatu ila qasa'tiha. Es wird bald eintreffen, dass die Völker sich auf euch stürzen werden, wie Hungrige auf einen Schüssel voller Essen. Und am Ende erklärt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, warum. Ja, wir sind viele, alles klar, aber was ist der Grund? Die Liebe zur Dunya und das Verabscheuen des Todes. Das gilt für die Umma, aber es gilt auch für jedes Individuum. Für jeden Einzelnen von uns. Und diese Worte Allahs, die müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Weil es kann jeden von uns einholen. Wenn ich nicht an mir arbeite, wenn ich nicht dieses Al-Nafs Al-Lawama habe, welches sich immer wieder tadelt, immer wieder zur Rechenschaft zieht, immer wieder an sich arbeitet, dann wird Al-Ajila, diese Dunya, mich fressen. Es geht schneller, als ihr denkt. Schneller, als ihr denkt. Keiner ist davor gefallen. Kein Mensch. Egal, wie weit du in deinem Glauben bist. Egal, wie stark du bist, wenn du nicht an dir arbeitest. Ein Nafs al-Lawam hast. Dann würde dich diese Dunya auffressen. Und dann kann es sein, dass du vom richtigen Weg abkommst. Kalla bel tuhibbuna al-ajila. Keineswegs, vielmehr liebt ihr das schnell Eintreffende. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Und lasst das Jenseits außer Acht. Das ist der eigentliche Grund, warum ihr verleugnet. Ihr verleugnet nicht, weil ihr nicht wirklich sozusagen überzeugt seid davon, dass es nicht ein Leben nach dem Tod geben kann. Ganz im Gegenteil, bei den meisten Menschen ist das im tiefsten Inneren. Selbst bei Leuten, die keine Religion haben. Ja, wenn jemand Liebes von ihnen stirbt, ja, dann erhoffen sie sich für ihn etwas Gutes. Sie erhoffen darauf, dass sie eines Tages ihre Lieben wiedersehen werden, oder? Jeder Mensch ist so beschaffen, subhanallah, das ist die Fatra in Menschen. Das ist die Fatra in Menschen. Das Schlimmste, was dir passieren kann in dieser Welt, ist, dass du ein richtiger Atheist bist. Das Schlimmste, was dir überhaupt passieren kann. Stell dir mal vor, du glaubst nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dann geht ein lieber Mensch, alles ist vorbei. Du verlierst etwas, alles ist vorbei, es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Dieses gesamte Leben macht keinen Sinn. Ich habe heute, subhanallah, bei der Vorbereitung sehr, sehr schöne Anekdote von Sheikh Salman al-Uda. Fakallahu asra, er ist leider im Gefängnis, subhanallah. Ich höre mir immer seinen Tafsir an, weil er wirklich sehr, sehr gut ist. Und er hat ein schönes Beispiel gegeben, ja, für diesen Sinn des Lebens. Und zwar kam ein Mann zu einem Mann, der Schuhe sauber gemacht. Kennt ihr, in unseren Ländern gibt es ja Leute, die auf der Straße Schuhe sauber machen. Dieser Mann, der dorthin gegangen ist, ist ein frommer Mann gewesen, ein Gläubiger. Dieser Mann, der die Schuhe sauber gemacht hat, hat sich nicht für Religion interessiert. War sogar eher so abneigend gegenüber Religion, konnte sich, glaubt nicht an Gott, nichts. Und dann unterhalten sie sich. Und dann meinte dann dieser Mann, der den Schuh sauber macht, so,
Ja, ach, Religion, lass mich in Ruhe damit, keine Lust drauf, macht doch alles, alles Zufall, keinen Sinn. Wie viele heutzutage reden? Dann hat ihn der Mann nur eine Frage gestellt, hat ihm gesagt, gut, dieser Schuh, den du gerade sauber machst, erfüllt er einen Zweck, warum tragen die Menschen Schuhe oder warum werden Schuhe hergestellt? Er meinte, ja, Schuhe werden hergestellt, damit der Fuß des Menschen geschützt ist, auch ein, sage ich mal, nach außen hin, das zeigt es auch, dass du weißt, einen gewissen Status hast, deswegen machst du auch den, lässt man auch die Schuhe sauber machen, ja, es schützt deinen Fuß vor Kälte, etc. Da meinte er, subhanallah, ein Schuh hat einen Sinn und Zweck. Und es ist nur ein Schuh. Und der Mensch in all seiner Perfektion soll einfach so da sein? Wie dumm muss der Mensch sein, oder? Alles, subhanallah, alles hat einen Sinn und Zweck. Selbst eine kleine Plastikflasche hat ihren Sinn und Zweck. Wenn du irgendwo auf Reisen bist und du hast keine Flasche, Allahu Akbar, dann sagst du, bitte hätte ich auch eine Flasche. Ja? Ja? Das ist eine Flasche. Sie erfüllt ihren Zweck. Und du weißt, dass sie ihren Zweck erfüllt. Und du sollst erschaffen worden sein und einfach so da sein, ohne Grund, ohne Sinn, ohne Zweck, ohne Ziel. Wie dumm doch der Mensch ist, oder? Möge Allah uns für solch eine Dummheit bewahren, ja Rabbi. وَتَذَرُونَ الْآخِرَ und lasst das Jenseits außer Acht. Und jetzt spricht Allah Ta'ala über zwei Kategorien von Menschen. Es wird nur diese beiden geben, es wird keine dritten geben. Es gibt zwei Kategorien. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Es gibt keine dritte Option. Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen voller Licht, Allahu Akbar, die Lichter der Gläubigen, der frommen Menschen. Und jetzt kommt etwas noch hinzu, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, werden etwas ausführlicher. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, zu ihrem Herrn schauen. Und auf der anderen Seite, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, und die anderen Gesichter werden an jenem Tag finster sein. Von besserer. Besserer kommt von, wie sozusagen, كَلَح, ja, dunkel, finster. Ja, man merkt, ja, da ist etwas nicht in Ordnung. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, die meinen, es würde ihnen das Rückgrat gebrochen. فَقَرَةٌ, ja, ja, Faqarat al-Zahr, ja, Rückgrat. Ja, wenn ich unter etwas leide, ja, dann habe ich das Gefühl, als würde mein Rücken brechen. Ich kann das nicht mehr tragen, ich breche darunter zusammen. Ich ertrage es nicht. Es bricht mir das Rückgrat. Allah Ta'ala, er spricht über diese beiden Arten von Menschen, subhanallah. Und er zeigt auf, es gibt die einen, welche sich freuen werden auf das, was kommen wird. Und welche ein Licht bei sich haben werden. In ihrem Gesicht, an ihrem Körper. Und subhanallah, ja, Allah Ta'ala, er sagt, dass ihre Gesichter an jedem Tag strahlen werden, aber nicht nur ihre Gesichter. Was wird denn noch strahlen? Ihre Gliedmaßen werden strahlen. Und das ist vorbehalten für die Anhänger Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der gesagt hat, ja, ich werde am jüngsten Tag meine Anhänger erkennen. Und dann fragen sie, woran? Ja? Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, sie werden kommen, ja, ghurran muhajjalina min athari al-wudu, Allahu Akbar. Ja? Sie werden kommen und ihre Stirne, also ihre Stirn, ja, und ihr Gesicht und ihre Gliedmaßen werden strahlen, werden leuchten. Durch was? Durch die Spuren des Wudu. Daran werde ich sie erkennen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Beispiel genannt. Er hat gesagt, jemand, der Kamele hat, die an ihren Beinen und an ihrer Stirn gefleckt sind, also weiße Flecken haben, wird er seine, nicht Kamele, Pferde hat, wird er seine Pferde nicht erkennen zwischen Pferden, die nur einfarbig sind? Natürlich sofort, er wird sie sofort erkennen. Und genauso auch ich werde euch erkennen anhand dieser Merkmale. Allahu Akbar, stell dir mal vor, du bist Muslim, aber betest nicht. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Du hast kein Licht. Du hast kein Licht. Stell dir das mal vor, du hast diese Ni'ma. Und dann bist du schon ein Muhammadi, ein Anhänger Muhammads, ein Muhammadaner. Ja, in diesem Kontext natürlich.
Ja? Du bist ein Anhänger dieses Propheten, aber er wird dich am jüngsten Tag nicht erkennen. Sagen, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Du gehörst nicht zu mir. Geh zur Seite. Warum? Es gibt klare Zeichen. Es gibt klare Zeichen. Subhanallah. Aber es gibt noch weiteres Licht. Licht, was dir vorauseilen wird und was dir den Weg weisen wird, insbesondere am Sirat. Wenn du über den Sirat gehen wirst. Hört einmal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ Bab. Genau, ich lese mal die ganze Ayah vor, in Surat al-Hadid. Unglaublich, diese Ayah. Ja? يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, ja, sie gehörten zur Umma. Guck mal, sie sind Muslime, sie gehören zu der Umma des Islam. Aber sie waren Heuchler gewesen. Sie haben nur so getan, als würden sie dazugehören. Und sie werden zu den Gläubigen sagen, Unwuruna, wartet auf uns. Naqtabis min nurikum, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Dass wir ein bisschen von eurem Licht abbekommen. Dann wird zu den Munafiqun gesagt, qila rji'u wara'akum. Es wird zu ihnen gesagt werden, geh doch nach hinten zurück und such dort nach Licht. Faltamisu nura. Und jetzt passiert Folgendes. Sie werden zurückgehen. Und was passiert jetzt? فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. La ilaha illallah. Ganz klar wird getrennt am jüngsten Tag. Nicht jeder wird dieses Licht haben. Und deswegen, die Gesichter werden leuchten. Die Gesichter werden leuchten, aber jetzt kommt das Gewaltigste. Ila Rabbiha Nadira. Allahu Akbar. Sie werden zu ihrem Herrn schauen. Was heißt das? Das heißt, dass sie wirklich Allah Ta'ala am jüngsten Tag sehen werden. Und das ist das Schönste, was der Mensch überhaupt bekommen kann. Es gibt nichts Schöneres. Vergiss alles, was du über das Paradies gehört hast. Vergiss das Essen im Paradies. Vergiss die Flüsse des Paradieses. Vergiss alle Genüsse des Paradieses. Das, wonach alle Paradiesbewohner streben werden. Und was die höchste Stufe überhaupt ist, ist die Nähe Allahs, indem ich nämlich am jüngsten Tag im Paradies Allah Ta'ala erblicken darf. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادًا. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es Al-Husna, das Schönste, das Beste überhaupt, das Paradies. وَزِيَادًا. Und noch mehr. Was soll es noch mehr geben? Und die Gelehrten haben gesagt, Subhanallah, Al-Nazaru ila wajhi Allah al-Karim. La ilaha illallah. Stell dir das mal vor. Du hast die Möglichkeit, deinen Herrn zu sehen. Es wird Menschen geben, die werden Allah Ta'ala jeden Tag sehen. Jeden Tag. Morgens, abends. Es wird Menschen geben, die ihn nur einmal in der Woche sehen werden. Auch im Paradies gibt es Stufen. Auch im Paradies gibt es Stufen. Es gibt etliche Hadithe, die absolut authentisch sind, welche genau dies bestätigen. Das ist Madhab Ahlis Sunnah wal Jama'ah. Das ist der Madhab von Ahlis Sunnah wal Jama'ah. Ja? Dass die Gläubigen am jüngsten Tag im Paradies ihren Herrn erblicken werden. Ganz wichtig, erblicken. Sie werden ihn nicht umfassen können. Allah kann man nicht umfassen. La tudrikuhu al-abasar. Die Blicke können ihn nicht erfassen. Wa huwa yudriku al-abasar. Aber er erfasst die Blicke. Wa huwa al-latif al-khabir. Und er ist al-latif, der die Einzelheiten der Dinge kennt. Al-khabir, der Kundige, der Allkundige. Wir werden Allah Ta'ala sehen.
So wie man einen Mond in einer Vollmondnacht sieht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch verglichen hat, damit wir ungefähr eine Vorstellung haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, er wurde gefragt, wie es bei Bukhari und Muslim steht, von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu wa arda, anna nasan qalu, ya Rasulallah, hal nara Rabbana yawm al-qiyama? O Gesandter Allahs, werden wir, einige Leute sagten, o Gesandter Allahs, werden wir unseren Herrn am jüngsten Tag sehen? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hal tudaruna fi ru'yati al-shamsi wal-qamar? Leisa daunahuma sahab. Könnt doch auch den Mond und die Sonne sehen, wenn es nicht bewölkt ist, wenn keine Sonne ist. Schadet euch nicht, ihr könnt es doch sehen. Ja? Schadet euch das? Er sagt nein. Und er sagte, innakum tarawna rabbakum kathalik. Ihr werdet euren Herrn auch genauso sehen. Subhanallah. Und das ist das Gewaltigste, was ihr bekommt. Hört euch mal diese Überlieferung bei Imam Muslim an. Von Suhaib. Rumi vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert. Iza dakhala ahlul jannati al-jannah. Wenn die Paradiesbewohner das Paradies betreten werden, qal yaqulullahu ta'ala, da sagte er, dass der Prophet sagte, dass Allah ta'ala sagen wird, turiduna shay'an azidukum. Wollt ihr etwas, was ich euch noch gebe, zusätzlich? Fayaqulun. Sie sagen, Alam tubayyat wujuhana, die Paradiesbewohner, hast du nicht unsere Gesichter erhellt? Alam tutkhilna al-jannah, hast du uns nicht das Paradies betreten lassen? Wa tunajjina min an-nar, und hast du uns nicht vor dem Höllenfeuer bewahrt? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fayukshaful hijab, Allahu Akbar. Und dann wird der Hijab, das, wie sagt man Hijab? Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das Gewand, was? Was? Die Verhüllung, der Schleier wird emporgehoben. فَمَا أُعْطُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِنَ رَبِّهِ. Und sie werden nichts bekommen, was ihnen lieber ist, als der Blick zu ihrem Herrn. Und das ist das Zusätzliche, was wir gerade in dieser Ayah in Surah Yunus gehört haben, im Vers Nummer 26. Allahu Akbar, ila rabbiha nafira. Unglaublich, oder? Möge Allah Ta'ala, Ya Rabb, uns dies ermöglichen, dass wir unseren Herrn erblicken können, Ya Rabb al-Alamin. Es gäbe noch viele Hadith, aber wir müssen weiterkommen in unserem Tafsir. Deswegen, ich möchte gerne heute Surah Qiyam abschließen. Und deswegen machen wir weiter, insha'Allah ta'ala. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt also jetzt auf, was den einen widerfahren wird. Und zwar, sie werden erhellte Gesichter haben und sie werden Allah ta'ala sehr nahe sein. Und nur auf der anderen Seite gibt es diejenigen, deren Gesichter dunkel sind, finster, kein Licht. Genauso wie sie in der Dunya kein Licht hatten. Die Ta'a, der Gehorsam gegenüber Allah, ergibt dir Licht in deinem Leben. Seid mir dessen sicher. Wenn du aber dich von Allah abwendest, befindest du dich in einer Dunkelheit. Schon in dieser Dunya. Seid mir dessen sicher. Schon in dieser Dunya befindest du dich in einer Dunkelheit. Der Mensch, der nicht den Weg Allahs befolgt, ist innerlich leer. Er befolgt nur noch seine Neigung. In dem Moment, wo er seine Neigung befolgt, da ist er glücklich. Für einen kurzen Moment. Es gibt Umfragen, ja, es gibt sogar Studien, nicht Umfragen, es gibt Studien, ich weiß nicht mehr genau wie viele Tage, aber dass Lottogewinner für ein paar Tage, ich glaube so 2-3 Wochen, sich glücklich fühlen. Sie haben 1 Million gewonnen. Aber danach geht das Leben weiter. Es wird zur Normalität. Das heißt, diese Dunya, die kann dich niemals glücklich machen. Niemals. Es ist unmöglich, dass dich Geld, Frauen, die ganzen Genüsse des diesseitigen Lebens glücklich machen können. Für diesen Moment, ja, fühlst du dich glücklich. Aber nur körperlich, nicht seelisch. Nur körperlich. Die wahre Glückseligkeit, die kannst du dadurch niemals erreichen. Die kannst du nur erreichen durch deine Nähe zu Allah.
Du kannst streben nach Glück, wie viel du willst. Immateriell, und du wirst es nie erlangen. Und es kann sein, dass du vielleicht von dieser Dunja nichts besitzt, aber du bist der Glücklichste auf der Welt. Ibrahim ibn Adham, er war einmal mit einigen seiner Schüler an einem Wasser gewesen. Und dann sind sie ins Wasser gegangen und sie hatten nur trockenes Brot. Trockenes Brot. Und Ibrahim ibn Adham, er kommt aus einem adligen Haus. Er hat die ganze Dunja hinter sich gelassen. Und dann haben sie so ein bisschen geplanscht im Wasser, ein bisschen geschwommen, ja, ein paar Brüder zusammen halt, ja, haben das trockene Brot in das Wasser eingetaucht, sodass es ein bisschen weich wurde, und haben es dann gegessen. Und dann sagte er seine bekannten Worte: Wallahi, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alayhi bis suyuf. Subhanallah. Bei Allah würden die Könige und die Prinzen, also die Kinder der Könige, wissen, in was für einem Glückszustand oder Zustand der Glückseligkeit wir uns befinden, dann würden sie uns hierfür mit ihren Schwertern bekämpfen. Die würden alles tun, damit sie das bekommen. Obwohl wir materiell nichts haben. Subhanallah. Und das ist es, worauf es ankommt. Und jetzt kommt es. Tawunnu an yuf'ala biha faqira. Die meinen, es würde ihnen das Rückgrat gebrochen. Stell dir einfach mal diese Situation vor. Du stehst am jüngsten Tag aus deinem Grab, du kriechst aus deinem Grab heraus. Du dachtest, es ist alles vorüber. Du hast einfach hier in dieser Dunja gelebt, so als würde es keine Akhira geben. Und jetzt kommst du aus deinem Grab und all das, was du in der Moschee gehört hast, ist wahr. Wie muss man sich fühlen? Wie muss sich dieser Mensch fühlen? Der weiß, es ist vorbei. Ich meine, in dieser Dunja, wenn du plötzlich irgendwie ein Schreiben bekommst vom, weiß ich nicht, Finanzamt, ja, du musst 10.000 Euro Steuern zurückzahlen oder du bekommst ein Schreiben vom Gericht oder weiß ich nicht was, dann ist schon für dich ja, oh Gott, ja, alles vorüber. Ja? Obwohl es nicht vorüber ist, du kannst immer neu anfangen. Aber dort, du weißt, es ist vorüber. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keinen Tod mehr. Du siehst das Höllenfeuer mit deinen Augen. Es bricht dir das Rückgrat im wahrsten Sinne des Wortes. Und du würdest dir sogar wünschen, dass es gebrochen wird. Du würdest dir wünschen zu sterben, aber du kannst nicht sterben. Es ist vorbei. Und jetzt geht Allah weiter. Nachdem er das aufgezeigt hat, dass die Menschen zwei Gruppen sind, keine dritte, zeigt er jetzt noch einmal auf, wie dieser Mensch, der sich lustig gemacht hat über Al-Qiyama, der sich lustig gemacht hat über die Religion, über all diese Dinge, sich verhält, wenn jetzt der Todesengel zu ihm kommt. Kalla! Keineswegs. Iza balagati taraqi. Wenn sie das Schlüsselbein erreicht, wer ist denn sie hier? Wer ist sie? Wer ist sie? Die Seele. Hier. Wenn sie, at-taraqi, ja, der Plural von Turquwa. Und Turquwa ist Schlüsselbein. Man hat nur zwei Schlüsselbeine. Ja, aber Allah Ta'ala benutzt hier den Plural. Ja, wenn sie, also bei allen Menschen, ja, das Schlüsselbein erreicht. Also mit anderen Worten, du gerade dich im Zustand des Sterbens befindest. Auf Arabisch Ihtidar. Und wir wissen, dass die Seele als allerletztes sich hier befindet, der Mensch gurgelt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala, er nimmt die Taube des Dieners an, solange er nicht gurgelt. Das heißt, solange nicht die Seele zu Gurgel gelangt. Jetzt ist die Seele hier, kurz vor dem Sterben. Und jetzt Allah beschreibt es und dann die Leute um dich herum, waqil, und gesagt wird, man raq, wer ist ein, hier übersetzt als Zauberer, ich würde es nicht als Zauberer übersetzen, sondern als Raqi, also als Heiler. Wer kann jetzt Dua machen? Ja, jetzt guck mal, hol mal den Scher, die Medizin kann nicht mehr weiterhelfen. Mach Dua, mach Dua. Er stirbt, er kehrt zu seinem Schöpfer zurück. Waqila, man raq, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann? Und Hafs liest man mit einer Sekte. Ja, und dann raq. Die anderen Qiraat sagen man raq. Wir lesen das zusammen, gibt es verschiedene Lesarten. Ja? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Und wenn er meint, dass jetzt die Trennung sei, er ist sich sicher, es ist vorbei. Wenn der Koran Wanda benutzt, benutzt er es häufig als was?
als Yaqin. Man ist sich sicher, es ist vorüber. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, das kann man wirklich verstehen, wirklich wörtlich verstehen, ein Bein über dem anderen. Was passiert mit einem Toten, wenn man ihn begräbt? Ja? Man wickelt ihn in ein Leichentuch. Zumindest wir Muslime. Ja? Und dann ist immer ein Bein über dem anderen. Ja? Oder damit ist gemeint, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Khalas, die Seele ist raus. Ich fühle meinen Körper nicht mehr. Ich merke, es ist vorüber. Oder es kann im übertragenen Sinne gemeint sein. Weil nämlich As-Saq in der arabischen Sprache auch verwendet wird als Unglück. Yawma yukshafu an Saq. Damit ist ein Unglück gemeint. Das heißt, wenn ein Unglück nach dem anderen eintrifft, du machst dir in diesem Moment Sorgen, mein Gott, ist jetzt wirklich alles vorüber. Meine Familie, meine Kinder, mein Vermögen. Allahu Akbar, wie das der Koran beschreibt. Jetzt kommt eins nach dem anderen, alles vorbei. Ich kann nichts mehr ändern, keiner kann mehr helfen. Plötzlich glaube ich. Plötzlich machen auch diejenigen Dua, die noch nie Dua gemacht haben. Plötzlich fangen diejenigen an, Koran zu lesen, die sonst nie Koran lesen, wenn es um den Tod geht. Habe ich schon oft erlebt. Muslime, die nie beten, nie in der Moschee sind. Wenn es darum geht, dass jemand stirbt, plötzlich alle fangen an zu beten. Plötzlich tragen sie Kopftuch. Wirklich, für diesen Moment, ja. Sie gehen nur zu dem Tod mit einem Kopftuch. Das ist merkwürdig, oder? Nur beim Tod macht man das. Plötzlich kommt diese Besinnung. Es ist vorüber. Und jetzt heißt es, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقُ. Zu deinem Herrn wird an jenem Tag das Treiben sein. Du wirst jetzt zurückkehren zu Allah. Es ist vorbei. Es ist so schön, wie der Koran das beschreibt. Er geht zurück. Guck mal, er beginnt mit was? Er beginnt mit dem Menschen am jüngsten Tag und dann geht er zurück in die Dunya. Um dann wieder zurückzugehen zu was? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hin und her, damit die Emotionen geweckt werden, damit derjenige, der es hört, gar nicht weiß, wie um ihn geschieht, wenn er diese Worte hört. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, was das Problem ist und was ihn erwarten wird und was die Sünde ist, die er begangen hat. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Doch hielt er nicht die Botschaft für wahr, noch betete er. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Sondern er erklärte sie für Lüge und er kehrte sich ab. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Hierauf ging er zu seinen Angehörigen stolzierend. Er beschreibt hier jemanden, der sich bewusst von Allah subhanahu wa ta'ala abwendet. Und wir kennen viele davon, auch sogar unter Muslimen heutzutage. Es gibt viele Muslime, die sich lustig machen über die Religion. Das ist auf die Muschrikun bezogen, aber es gibt heutzutage viele Muslime, die machen sich lustig. Ah, ja, guck mal hier, diese Darawische, lass die mal beten. Ja? Das ist Quatsch alles, ja, ja, wird schon irgendwie... فَلَا صَدَّقْ, glaubt nicht. وَلَا صَلَّ, noch betet er. Manche haben صَدَّقَ mit, übersetzt mit was? Mit sozusagen تَصَدَّقَ. Er hat weder gespendet noch gebetet. Aber wahrscheinlich ist damit wirklich gemeint, ja, dass er die Botschaft nicht für wahr hielt. Ja? وَلَكِنْ كَذَّبَ, sondern er erklärte sie für Lüge. وَتَوَلَّ, und hat sich auch noch abgekehrt. Abgekehrt. Und jetzt noch darüber hinaus, er macht sich lustig. Glaubt auch noch, er wäre etwas Besonderes. Weil er nicht so dumm ist aus seiner Sicht, wie diese Gläubigen, die sich niederwerfen fünfmal am Tag. Ich bin modern, ich brauche so etwas nicht. Die Religion ist es, die dich rückständig macht. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Hierauf ging er zu seinen Angehörigen stolzierend. Heutzutage schreibt man auf Facebook irgendeinen Post. Er lässt einige lachen, einige lachen sich tot. Du wirst für alles Rechenschaft ablegen. Wallahi, für alles Rechenschaft ablegen. Und jetzt hört euch mal diese Worte an, die sind echt hart. Aula laka fa aula. Thum aula laka fa aula. Wehe dir, ja wehe. Abermals wehe dir, ja wehe. Manche haben gesagt, es bezieht sich auf diese beiden Verse, wo vier Dinge genannt werden. Ja? Saddaqa wa la salla, also weder geglaubt noch gebetet. Und dann darüber hinaus noch bewusst verleugnet und sich abgewandt. Und deswegen viermal, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Was ist aula? Aula kommt von wail, wehe dir. Allah subhanahu wa ta'ala, er warnt den Menschen, der so ist. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Damit ihnen nochmal klar wird, wie schlimm dieses Vergehen ist und was ihn erwarten wird.
Es geht hier wirklich um alles. Es geht hier nicht einfach nur um eine Kleinigkeit. Es geht hier um alles. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Und jetzt kommt es, was das Ganze zusammenfasst. Wie dumm doch der Mensch sein muss. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Dass er einfach so lassen wird? Tun und lassen, was er möchte, ohne Grund erschaffen? Allah Ta'ala geht immer wieder darauf ein. Immer wieder geht er darauf ein. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt auf, ja, dass der Mensch nicht nachdenkt. Obwohl er vielleicht intelligent sein mag, klug sein mag, aber er denkt nicht nach. Allah Ta'ala, er sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Glaubt ihr etwa, wir haben euch einfach so aus Spiel erschaffen und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? فَتَعَالَى Allah. Erhaben sei Allah darüber. Al-Malik, der König, er ist der Herrscher über dieses Universum. Al-Haq, die Wahrheit. Es ist kein Spiel, diese Dunya, sondern es geht hier wirklich um alles. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala das getan hat, geht es noch einmal um was? Geht es noch einmal darum, die Menschen vor Augen zu halten, wie er erschaffen wurde. Und dass derjenige, der so erschaffen wurde, es für Allah Ta'ala ein leichtes ist, ihn noch einmal zu erschaffen. Auf der einen Seite zeigt aber jetzt der Abschluss auch nochmal auf, wie schwach der Mensch eigentlich ist. Und dass er keinen Grund dafür hat, überheblich zu sein. Und jetzt kommen die Verse, die letzten Verse in der Sura. Alam, eine Frage, eine rhetorische Frage. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird? Allah Ta'ala, er zeigt auf, woher du kommst als Mensch. Du bist einfach nur eine Flüssigkeit gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Welche Allah Ta'ala, aus der Allah dann dich auserwählt hat, sodass aus dir solch ein Mensch wird, wie du geworden bist. ثُمَّ كَانَ عَلَقَ فَخَلَقَ فَسَوَّى. Hierauf ein Anhängsel gewesen. Da hat er erschaffen und zurechtgeformt. Du bist schwach gewesen. Und das ist auch die schönste Überleitung überhaupt zu der nächsten Sura, die wir schon besprochen hatten, nämlich Sura al-Insan. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ. Ist nicht zu den Menschen eine Zeit gekommen, ja? لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُرًا, wo er nichts war, wo er nicht erwähnt wurde. Keiner kannte ihn. Du wusstest nicht einmal selbst, dass du erschaffen werden wirst. Subhanallah. Und Allah zeigt dir auch, woraus du erschaffen worden bist. Ja? Aus, wie gesagt, einem Samentropfen. Das war's. Das bist du als Mensch. Und dann denkst du, du bist was Besonderes. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. Hierauf ein Anhängsel gewesen. Da hat er erschaffen und zurechtgeformt. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Und dann daraus beide Teile des Paares gemacht. Das Männliche und das Weibliche. Und jetzt kommt der letzte Vers, mit dem die gesamte Sura abgerundet und abgeschlossen wird. Mit einer weiteren rhetorischen Frage. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى. Hat dieser nicht die Macht? Oder hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Subhanallah. Was für ein Abschluss. Es fängt an mit La Uqsimu, ich schwöre. Nein, ich schwöre. Ja, beim Tag der Auferstehung. Und abgeschlossen wird das Ganze mit was? Mit genau dieser rhetorischen Frage. Hat dieser nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Jemand, der den Menschen so erschaffen hat, aus solch einer Flüssigkeit, in dieser Perfektion, soll nicht die Macht haben, den Menschen noch einmal auferstehen zu lassen? Wie sollten wir antworten, wenn wir das hören? Mit welchen Worten? Bala. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, geht aus einigen nicht ganz authentischen Überlieferungen hervor. Er hat uns direkt dazu aufgefordert, dass wir, wenn wir diese Sura gehört haben und diese Ayah gehört haben, dann das bestätigen wollen. Bala. Doch, natürlich hat Allah Ta'ala die Macht dazu, dies zu tun. Und es gibt drei Verse, bei denen man antworten soll, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Es wird überliefert von Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi und Al-Hakim, der ihn als authentisch eingeschuft, aber viele Gelehrte haben ihn nicht als authentisch eingeschuft, diesen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man qara'a minkum at-tini waz-zaytun, wer von euch at-tini waz-zaytun liest, ja, wa intaha ila akhiriha, und dann zum Ende genannt,
nämlich zu den Worten Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ist nicht Allah der weiseste aller Richter? Falyaqul bala wa ana ala dhalikum min ash-shahidin, soll sagen bala, doch natürlich, ja, und ich bezeuge dies. Wa man qara'a la uqsimu bi yawm al-qiyamah, und wer die Sure, die wir gerade behandelt haben, liest la uqsimu bi yawm al-qiyamah fantaha ila qawlihi alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, also zu dieser Aya gelangt, die soll sagen falyaqul bala. Wa man qara'a wal mursalati urfa fabalagha fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Und zu diesem letzten Vers gelangt, an welche Schrift oder an welche Worte wollen Sie danach noch glauben? So soll man was sagen? Falyaqul amanna billah. Dann soll man sagen, wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und es gibt Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob man das im Gebet auch sagen kann oder nicht. Die meisten Gelehrten, ja, außer den Hanafiten, sind sich sagen, dass es sozusagen möglich ist, das im Gebet aufzusagen. Ja, auch wenn es da nochmal Meinungsverschiedenheiten gibt, ob man das nur in einem Sunna-Gebet machen sollte oder auch in einem Pflichtgebet machen kann. Die Schäfiiten sagen, grundsätzlich ist es empfohlen, das zu tun, ja, das zu sagen, und schützen sich auf die allgemeinen Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das dann auch selbst gemacht hat. Und andere machen einen Unterschied zwischen einem Sunna-Gebet und zwischen einem Pflichtgebet. Aber das Gebet ist in jedem Fall gültig. Also wenn das jemand macht, ja, das Gebet ist in jedem Fall gültig, ja, ob es ein Sunna-Gebet ist oder ob es ein Fortgebet ist. Ja, das ist Suratul Qiyamah gewesen. Eine unglaubliche Sura, subhanallah, ja, die unglaublich intensiv ist in der Art und Weise, wie sie dieses Thema Al-Qiyamah behandelt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche am jüngsten Tag, am Yawm al-Qiyamah, zu denjenigen gehören, deren Gesichter leuchten. Möge Allah ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche am jüngsten Tag zu ihrem Herrn aufschauen dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche ihre Gebete verrichten und welche diese Wahrheit mit ihrem Herzen bestätigen und mit ihren Taten bestätigen. Ja Allah, vergib uns unsere Sünden. Ja Allah, lass uns am jüngsten Tag zu den Erfolgreichen gehören. Ja Allah, verzeihe uns all das, was wir getan haben, im Geheimen sowie im Öffentlichen. Ja Allah, ja Allah, festige unsere Herzen auf deine Religion. Ja Allah, Allahumma ya muqallib al-qulubi wal-abasar, thabbit qulubana ala dinika, ya arhamar rahimin wa ya akraman akramin. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.